Guten Tag, heute sehen wir etwas nichts für zarte Gemüter, eine kleine Mini-OP. Mit Hilfe der modernen Technik, iPhone, Mikroskopadapter, kann man sich klitzekleine Splitter aus der Haut, hier aus einem Finger, herausoperieren, die man erhält, wenn man bei der Arbeit mit Holz und Metall keine Schutzhandschuhe trägt. Ich benutze hier eine klitzekleine Sonde, das ist so etwa wie eine große Stecknadel. Diese wird ein bisschen betätigt, um die Haut zu ritzen. Das sind alles hier nur im Millimeter, Zehntel Millimeter Bereich. Sieht schlimmer aus, als es ist. Es blutet auch gar nicht. Es ist nur die äußere Epidermisschicht, die ein wenig geritzt wird. Aber diese Splitter stören doch, wenn man da mit dem Finger rübergleitet, und können auch zu Entzündungen führen. Hier sieht man zunächst einen kleinen Metallsplitter. Wir öffnen die Haut und entfernen ihn ganz langsam, bis er dann auf der Sonde zu sehen ist. Vielleicht einen Millimeter groß oder noch kleiner. In der nächsten Sitzung wird ein Holzsplitter entfernt. Auch sehr klein, man kann ihn kaum erkennen, aber er stört nicht. Wenn man keine Schutzhandschuhe trägt, muss man sowas regelmäßig machen oder eben damit leben, dass es sich eventuell entzündet. Aber am besten ist einfach immer Schutzhandschuhe anziehen. Hier habe ich es ausnahmsweise mal nicht gemacht und muss dann mit den Folgen leben. Man kann natürlich auch ohne iPhone operieren. Man sieht aber besser, wenn man dieses kleine eingebaute Mikroskop benutzt. Man kann ein USB-Mikroskop benutzen oder eines dieser Stereo-Aufsichtsmikroskope, so bis 30-100-fach, die es bei eBay den Abelungen eignet. Holz ist immer etwas schwieriger zu entfernen, aber irgendwann gelingt es mir dann auch. So, da kommt das gute Stück. Klein und fein. Millimeter höchstens groß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.